Dings, Miros. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder alle dabei seid beim Barcamp Bonn. Direkt mal zum Anfang das Thema, was im Hintergrund die ganze Zeit dabei ist. Corona ist unter uns. Hallo! Ja. Also heute sollen sich alle so wohlfühlen, wie sie sich hier wohlfühlen können. Mit Maske sehr willkommen. Ohne Maske auch okay, weil wir momentan einfach keine Regeln mehr in dieser Hinsicht haben. Aber wir haben volles Verständnis dafür, wenn sich jemand hier wohlfühlt mit Maske, dann Maske zu tragen. Also ganz entspannt und nicht das Gefühl zu haben, das ist jetzt irgendwie außergewöhnlich. Genau, so, das schon mal das zum Thema Masken. Bist du wieder dran? Du hast die Moderation geschrieben. Ich mache nur, was du hier hingeschrieben hast. Nee, ich übernehme jetzt einfach deinen Part, wo du nicht weißt, wie es weitergeht. Ach komm. Ich freue mich außerordentlich, euch persönlich in Präsenz wiederzusehen. Auch wenn wir ja die letzten zwei Jahre, wie drei oder vier von euch wissen, die dabei waren, digital das Barcamp Bonn weitergemacht haben. Und ich finde auch, war es ja schön, also digitale Barcamps haben auch was für sich. Sie sind halt ein bisschen anders. Und was fehlt bei digitalen Barcamps, ist dieser persönliche Austausch, den ich heute schon jetzt beim Eingang mit ein paar von euch hatte und bestimmt über den Tag über noch mit viel mehr von euch haben werde. Und das freut mich einfach, dass wir uns hier wieder sehen können. Vielleicht noch nicht unter ganz normalen Bedingungen, aber schon ziemlich normal. Und ist doch, so sollten wir weitermachen. Ja, aber Sascha, was ist eigentlich ein Barcamp? Ja, erstmal bitte ich euch, alle die Webcam wieder einzuschalten. Nach zwei Jahren digital ist das ja... Ja, okay, der Gag war... Danke, war super, das war super, klasse. Danke, danke. Also Barcamps sind Unkonferenzen, Konferenzen, die ein bisschen anders sind. Ja, jetzt wird gelacht. Ja. Ich glaube, das dauert, bis der Ton da hinten angekommen ist. Das ist die Verzögerung, genau. Ein bisschen Latenz hier im Raum. Könnt ihr mich hören? Also, Barcamps sind Unkonferenzen, Konferenzen, bei denen ihr, die Teilnehmer, eigentlich keine Teilnehmer seid, sondern Teilgeber. Ihr macht heute das Programm, ihr macht aus, was ein Barcamp ist. Wir fangen gleich erstmal an mit der Vorstellungsrunde, damit wir euch alle kennenlernen und damit ihr euch untereinander kennenlernt, mit einem Namen und drei Hashtags. Danach machen wir zusammen die Sessionplanung. Sessions sind, ja, Elemente dieses Barcamps, die 45 Minuten dauern. Ich sage bewusst Elemente, weil es kann alles sein. Es kann eine Frage sein von euch, die ihr habt, die ihr mit ein paar Leuten diskutieren wollt. Es kann auch sein, dass ihr einen kleinen Vortrag vorbereitet habt und den gerne halten wollt und dann mit den Leuten diskutieren wollt. Ihr könnt auch versuchen, eine Werbeveranstaltung zu machen. Schwierig, ja. Weil dann kann es sein, dass die Leute sagen, nee, will ich mir gar nicht angucken. Und das ist total in Ordnung bei Barcamps. Ihr habt das Recht, auch bei einer Session einfach wegzugehen und die zu verlassen. Ansonsten sind Barcamps super dafür, neue Ideen zu bekommen, sich auszutauschen, Leute kennenzulernen. Die besten Sessions sind erstens die Themen, von denen ihr überhaupt gar keine Ahnung habt, und zweitens die einfach mal mit den Leuten zu quatschen und auf dem Flur an einem Stehtisch zu stehen und sich kennenzulernen. Jetzt habe ich alles verraten, ne? Ja, du hast alles, und vor allem diese Position stand im Ablauf mit zwei Worten. So. Bevor wir jetzt gleich loslegen und schön Programm machen, müssen wir uns noch bedanken. Wir müssen uns bedanken bei unseren Sponsorinnen und Sponsoren, denn ohne die könntet ihr heute gar nicht hier sein. Falls ihr das mal durchgerechnet habt, also der Eintritt, den ihr bezahlt habt, ist niedriger als allein die Catering-Kosten. Das heißt, irgendjemand muss die Chance hier bezahlen. Und deswegen erstmal vielen Dank an Sistrix. Der Geschäftsführer ist hier, Johannes Beuys. Möchtest du was sagen? Ja, hallo, genau, vielen Dank. Genau, wir sind von Sistrix. Wir kümmern uns darum, dass wir das. Okay, ja, jetzt. Ja, ich, so ganz gut kennen wir uns noch nicht, deswegen wollte ich jetzt gar nicht so nah an dein Mikro kommen, aber vielleicht ergibt sich das heute noch. was machen wir eigentlich, wenn ihr quasi im Internet irgendwas sucht, dann landet ihr bei Google. Wenn ihr im Internet irgendwas kauft, landet ihr bei Amazon. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, quasi diese Plattform transparent durchsuchbar zu machen. Machen das jetzt schon seit 14 Jahren, machen das hier in Bonn, sitzen irgendwie so 200, 300 Meter in die Richtung. Genau, und das machen wir. Vielen Dank, Johannes. Vielen Dank, Sistrix.
Jetzt machen wir schon 8 Jahre oder noch mehr Jahre Barcamps, aber das ist jetzt das 8. Barcamp und wir versuchen immer auf dem Teppich zu bleiben. Deswegen freuen wir uns besonders über den Sponsor Benuta, der auch ein kleines Grußwort vorbereitet hat. Frank. Danke, das war gar nicht vorbereitet. Ich bin der Frank, ich arbeite für Benuta. Wir sind ein Bonner Unternehmen, verkaufen Teppiche in Europa. Habe auch ein paar Teppiche mitgebracht. Habe heute auch eine Session mitgebracht. Und wenn ihr Fragen habt zu E-Commerce, zu Google oder TikTok oder was auch immer, sprecht mich an. Danke, Benuta. Und wir haben noch eine ganze Reihe weiterer Sponsoren. Vielen Dank auch euch. ScanBot SDK, das ist diese App, mit der man schöne Sachen scannen kann. Wetter Online, die schon fast bei jedem Barcamp in Bonn dabei waren. Genauso wie Deutsche Post DHL Group, die uns von Anfang an unterstützt, auch dieses Jahr wieder. SWB Energie und Wasser, unsere Stadtwerke sind dabei. Und die Barmer Krankenkasse. Vielen Dank auch für eure Unterstützung. Bitte erst ab der letzten Session dürft ihr euch mit Kehls Gin die Kehle erfrischen. Haha. Der Digital Hub stellt uns freundlicherweise die Location zur Verfügung. Digital Hub ist einmal hier, aber auch am Bonner Bogen und unterstützt Startups. O'Reilly Verlag gibt schöne Bücher heraus und hat auch zum Namen den Gründer der Barcamp-Idee. Vergessen wir es, bevor ich irgendwas Quatsch erzähle. Lust auf Gut, ein Magazin für gute Dinge in Bonn und der Region. Und Coponeur für den schokoladigen Abschluss. Oder zwischendurch. Vielen, vielen Dank euch allen. Nicht zu vergessen, vielen Dank allen, die freiwillig ein bisschen mehr auf ihren Eintrittspreis draufgelegt haben. Auch das ist uns ganz viel wert. Ihr kennt die freiwilligen SpenderInnen an der kleinen Gummibärchentüte. Ihr habt auch eine kleine Überraschung bekommen. Falls ihr was freiwillig draufgegeben habt und ihr habt nichts vorne bekommen, dann meldet euch gerne nochmal bei uns. Und jetzt gibt es noch ganz warme Worte für das Team, das im Hintergrund hier alles vorbereitet hat. Allen voran Johanna, die die Projektleitung für das Barcamp jetzt übernommen hat. Das ist ganz... Dann haben wir Inga am Livestream heute. Direkt an der Stelle, die Sessions, die hier stattfinden können, die können auch live gestreamt werden auf Wunsch heute im Laufe des Tages. Dann Annabelle, ganz herzlichen Dank auch für deine Unterstützung. Jetzt muss leider jeder einen einzelnen Applaus bekommen. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Das Team ist gewachsen über die Jahre. Dann auch bitte Marc, herzlichen Dank. Und natürlich noch Nathalie. So viel Dankbarkeit. Ich empfinde auch Dankbarkeit, dass wir heute einen prominenten Gast hier haben. Unsere Oberbürgermeisterin ist hier, Katja Dörner. Ich freue mich, dass wir wieder eine Repräsentantin der Stadt bekommen haben, die hier beim Barcamp Bonn ein paar Worte sagen möchte. Dass es die oberste Repräsentantin unserer Stadt wurde, freut mich umso mehr. Herzlich willkommen, Katja Dörner. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Johannes, lieber Sascha, liebe Teilnehmende heute Morgen. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich eingeladen worden bin, ein Grußwort zu halten. Das Grußwort ist ja eine etwas seltsame Gattung von Texten und Vorbereitungen, die man als Oberbürgermeisterin so bekommt. Und Johannes hat mich eben nochmal darauf hingewiesen, es ist ein kurzes Grußwort gewünscht. Den Hinweis habe ich überhaupt nicht verstanden, aber ich werde mich bemühen, darauf einzugehen und mich dran zu halten. Ich freue mich sehr, dass heute Morgen wieder so viele zum Barcamp gekommen sind. Wir haben ja schon gehört, 2 Jahre hat es, ich will gar nicht sagen, nur digital stattgefunden, weil ich es großartig finde, was eben auch unter Pandemiebedingungen möglich gemacht worden ist an Austausch. Aber es ist natürlich viel schöner und es ist viel lebendiger. Und ich glaube tatsächlich, dass man in einem Barcamp-Format mehr Output auch hat, wenn man sich sieht und wenn man in 3D miteinander sprechen kann. Ich glaube schon, dass das mit den Kern eben auch des gemeinsamen Austauschs ausmacht.
Ich bin selber ein großer Fan von Barcamps, habe in den letzten Jahren Sessions besucht und habe auch Sessions gegeben. Und ich kann ganz das bestätigen, was Sascha eben gesagt hat. Oft waren die Themen, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte und wo ich einfach gedacht habe, das höre ich mir jetzt mal an. Das waren eigentlich die motivierendsten und die besten, wo ich auch am meisten persönlich dann mitgenommen habe. Und das Schöne an den Barcamps und an den Sessions ist ja, dass alles möglich ist. Man kann den Kopf ganz weit machen, ja, man kann ganz breit denken zu ganz großen Themen. Man kann aber auch was ganz Praxisorientiertes, ganz Konkretes machen. Und das, was man rausnimmt und was man aus der einzelnen Session und was aus dem Barcamp wird, das liegt halt wirklich an den Teilnehmenden und an denen, die den Input reingeben. Und deshalb bin ich Fan von Barcamps und habe die Erfahrung gemacht, dass man einfach unheimlich tolle Ideen und unheimlich tolle Visionen auch entwickeln kann. Und diese Ideen und solche Visionen, die brauchen wir. Die brauchen wir als Gesellschaft, die brauchen wir als Stadtgesellschaft. Und ich glaube, wir brauchen die in der aktuellen Situation ganz besonders. Das dringend. Ich will nur darauf hinweisen, wir haben als Stadt Bonn eine Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung, die ansprechbar ist für Ideen und die eben auch Ideen in unsere Meinungsbildung in der Stadtgesellschaft und in der Stadtverwaltung einspeist, auch jenseits von den ganzen formalen Verfahren. Wir haben sehr viel formale Bürgerbeteiligung, aber wir haben auch die Möglichkeit, Ideen aus der Stadtgesellschaft in unsere eigenen Entscheidungsprozesse mit aufzunehmen. Kommen Sie da gerne auf uns zu. Ich würde mich auch freuen, wenn vielleicht das ein oder andere, was heute hier entwickelt wird, dann auch den Weg vielleicht in Bürgerbeteiligungsformate der Stadt findet. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mir Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Ganz viel Spaß heute. Das gehört ja auch zum Barcamp, ja, Spaß zu haben. Und viele gute Ideen und einen guten Austausch wünsche ich Ihnen. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, ihr habt es gehört, die oberste Stimme und das oberste Ohr der Stadt ist heute mit dabei. Hört zu, also sorgt für gute Ideen. Genau, und dann lasst uns jetzt mal so medias res gehen. Was haben wir heute eigentlich alles so geplant? Wir fangen gleich an mit der Vorstellungsrunde. Die Barcamp-Fans wissen, ohne die geht es hier nicht. Dann werdet ihr alle hier warm werden, auch wenn es hier schon warm ist. Und dann machen wir die Sessionplanung. Das heißt, wir füllen den jetzt noch leeren Stundenplan hier mit euren Inhalten und Sessions. Um 11.30 Uhr dann die erste Session-Runde. Das heißt, direkt von hier gehen wir dann los in die erste Runde und um 11:45 machen wir dann gemeinsam Mittagspause. Das wird vorne in der Lounge passieren. Es gibt vegetarisch und vegane Essen. Wer Fleisch möchte, kann runter zu Five Guys gehen. Keine Kooperation. Danke für den Applaus. Wo warst du? 13 Uhr, ne? Genau, 13 Uhr beginnen die Sessions. Die Sessions sind 45 Minuten lang, das heißt, ihr habt auch nochmal 15 Minuten Zeit, Pause zu machen, nochmal euch ans Buffet zu stellen, nochmal einen Kaffee zu holen und dann weiterzugehen. Dann findet eine Session, die zweite Session statt um 14 Uhr, dasselbe wieder mit Pause, um 15 Uhr, dann wieder eine Pause und wenn ihr dann noch nicht fertig seid, dann könnt ihr nochmal um 16 Uhr noch eine Session machen und dann keine Pause mehr, sondern kommt direkt wieder in diesen Raum für die Abschlussrunde. Da gibt es dann erstens Feedback für uns. Ist es gut gelaufen heute? Hat euch alles gefallen? Oder was hat euch nicht gefallen? Was können wir besser machen? Und es gibt ganz viele schöne Dinge, die ihr gewinnen könnt. Ich will nicht zu viel verraten, aber ein Teil des Inventars muss hier einfach raus. Ne? Also wer heute Abend mit dem Teppich hier auf der Schulter rausgehen will, der sollte bis zur Verlosung bleiben. Ganz wichtig, danach gibt es auch noch Musik und was zu trinken. Open End bis 19 Uhr steht in meiner Moderation. Ich sehe da einen gewissen Widerspruch, aber gut. Also das heißt, ihr müsst euch ein bisschen ranhalten nach der Feedbackrunde und trinkt nicht so viel, dass ihr den Teppich nicht nach Hause getragen bekommt, bitte. Ja? Aber genug. Genau, apropos trinken. Also hier die Getränke, die ihr hier irgendwo findet in den Kühlschränken oder sonst wo, die sind alle frei, bedient euch. Also wenn ihr irgendwo was zu trinken seht, trinkt einfach. Ja, so ist es gedacht. Und apropos, wo finden wir uns zurecht? Genau, also wir sind jetzt im Raum Sistrix. Also hier finden alle Sessions statt,
die besonders groß sind. Das ist auch der größte Raum natürlich, 60 Leute. Und wir haben hier offensichtlich einen Beamer, bei dem es immer sehr schön ist, wenn man dann ganz körperbeleuchtet ist und überhaupt nicht sieht, was auf dem Körper abgebildet ist. Dann direkt hier hinter ist der Raum Benuta, besonders schön ausgestattet mit Puffs und Teppichen, ganz gemütlich, bis zu 30, 40 Leute. Ne? Ja, genau. Also je nachdem, wie man sich stapelt. So, wenn ihr jetzt dann hier rausgeht Richtung Lounge wieder und quasi durchgeht, also die Lounge, das ist der große Bereich, wo ihr auch angekommen seid. Und wir haben dann hier auf der anderen Seite des Hubs, also da hinten, noch drei weitere Räume. Wir haben die Drachenburg, das ist ein kleinerer Raum für die kleinen Runden. Wir haben den Bonner Bogen, da steht auch noch ein Fernseher drin, an dem man sich anschließen kann. Und wir haben den Raum Beethoven für uns zur Verfügung. Ihr erkennt es auch daran, dass da Zettelchen dranhängen, dass das unsere Räume sind. Die anderen Räume sind offiziell nicht gebucht. Ja. Toiletten gibt es hinter der Theke vorne. Und Buffet, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen beim Frühstück, ist auch vorne aufgebaut in der Lounge. Genau, dann nochmal ganz kurz die Barcamp-Regeln. Also Regeln ist zu viel gesagt, es ist ja eigentlich ein lockeres Miteinander, aber trotzdem, es gehört dazu, dass wir heute per Du sind. Also, hallo Katja, ich nutze einfach mal schamlos die Gelegenheit, um nachzuweisen, dass es wirklich so gemeint ist. Wir sind heute per Du, kein Sie bitte. Dann gibt es die Möglichkeit, einen Fotoaufkleber zu bekommen. Korönchen hat das jetzt mal vorgemacht. Also, wenn ihr diesen Fotoaufkleber seht, dann macht bitte keine Fotos. Ansonsten geht heute eine allgemeine Fotoerlaubnis. Ihr habt es hoffentlich mit dem Ticketing schon gesehen. Aber die Veranstaltung soll dokumentiert werden und auch ihr sollt heute mithelfen, die Veranstaltung zu dokumentieren. Dafür sollt ihr natürlich die sozialen Netzwerke nutzen. Einmal die nicht nachhaltigen sozialen Netzwerke, meist kommerzieller Natur aus den USA, wie beispielsweise Twitter, da den Hashtag BCBN22, BarcampBonn22, nicht BCB, falls ihr das gemacht habt. Und ihr dürft auch gerne Mastodon benutzen, keine Sorge, das ist keine Droge. Wer sich auskennt, wird Bescheid wissen. Das ist eine Alternative, sozial-ökologisch auf Bonner Servern angezogen, unter Bonn Social zu erreichen, kleine Eigenwerbung. Bitte diese Netzwerke und auch andere Netzwerke kräftig nutzen. Dann, rauchen tut ihr hoffentlich keiner. Wenn ihr das tut, dann bitte draußen vor der Tür und nimmt einen Kaugummi mit. Dann und vor allem den Badge. Ich hatte nur gesehen, da ich muss irgendwas mitnehmen. Aber den Badge mitnehmen, sonst kommt ihr nicht mehr rein. Und wenn ihr Fragen habt, wendet euch bitte an Johannes und Johanna und nicht an mich. Danke. Glaubt mir, es ist besser so. Das war's, ja? Ich glaube schon, ne? Ja. Okay, dann gehen wir jetzt zur Vorstellungsrunde. Wie funktioniert die Vorstellungsrunde, damit wir jetzt nicht eine halbe Stunde lang hier